Die Geburtsstunde der offenen Hilfen war im Jahr 1998. Damals beschlossen die Evangelische Stiftung Lichtenstern, die Lebenswerkstatt und die Lebenshilfen Heilbronn und Eppingen, alle ambulanten und familienunterstützenden Angebote in Heilbronn zusammenzuführen. Menschen mit Handicap ein attraktives und abwechslungsreiches Freizeitangebot zu bieten und die Familien beratend und begleitend zu unterstützen, dies war und ist bis heute unser Anspruch. Mehr als 700 Familien im Stadt- und Landkreis Heilbronn haben in irgendeiner Form Kontakt zu den offenen Hilfen. Wichtiger aber als die Zahl der Menschen ist es uns, dass jeder und jede Einzelne als Persönlichkeit mit ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen gesehen und respektiert wird. Daran orientieren wir uns, daran richten wir unsere vielfältigen Angebote aus. Ich heiße Harry Mergel und manche sagen auch Oberbürgermeister. Die offenen Hilfen sind eine ganz wichtige Einrichtung in Heilbronn, insbesondere für Menschen, die eine Behinderung haben, aber auch für deren Angehörige. Sie verbessern die Lebensqualität vieler Menschen in der Stadt und deswegen bin ich den offenen Hilfen außerordentlich dankbar, allen Menschen, die sich hier engagieren. Wir haben schon den Ehrgeiz, permanent die Bedingungen für Menschen mit Behinderung zu verbessern. Und insofern brauchen wir starke Partner und einer davon sind die offenen Hilfen. Unser Reisebüro Columbus hat für alle das passende Angebot. Zusammen auf die Freizeit, Urlaub auf dem Bauernhof, aktiv sein oder doch lieber am Strand liegen, Kastelruder Spatzenfest oder Rock am Ring, im Zelt oder im Hotel schlafen. Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen. Ich heiße Katrin Lang und ich arbeite ehrenamtlich bei den offenen Hilfen. Ich betreue mehrere Wochenenden das ganze Jahr über, wo die Teilnehmer freitags einfach kommen und bis sonntags dann mit uns unterwegs sind. Ich war in den Semesterferien, wollte meine Eltern besuchen und meine Mutter war dann eben mit ihrer Bekannten auf dieser Reise und ich habe mit ihr telefoniert und sie meinte, ja, komm doch einfach mal einen Tag vorbei und begleite uns. Also die haben sich dann schon mega gefreut. Ich bin auf den Hof gelaufen und die kamen quasi schon auf mich zugestürmt, obwohl die mich ja gar nicht kannten. Also das ist ein total tolles Erlebnis und dementsprechend also hatte ich überhaupt gar keine Berührungsängste. Für mich ist es ein Ausgleich zum Berufsalltag. Also mir gefällt es natürlich zu organisieren, zu planen, zu überlegen, was kann man mit den Leuten machen, sich auch immer wieder ein neues Programm zu überlegen, einfach ein Wochenende lang nicht ans Geschäft denken. Man ist so die ganze Zeit mit Leuten unterwegs und die genießen einfach die Zeit viel, viel mehr wie jetzt jemand, der so im Berufsalltag ist. Man ändert sich in seinem sozialen Kontakt. Man wird, denke ich, auch einfach, man toleriert viel, viel mehr. Man geht viel offener auch mit anderen Menschen um. Also es gibt einem schon viel fürs Leben mit oder für sich selber. Der Tipp, den ich vielen immer mitgebe, ist einfach cool bleiben in jeder Situation. Lesen und schreiben oder auch Englisch lernen, kreativ sein, fit am Computer werden, Fußball spielen, wandern, einen Freizeitpark besuchen. All das und noch sehr viel mehr Angebote verbergen sich hinter den drei Buchstaben BFK. Sie stehen für Bildung, Freizeit, Kultur. Mein Name ist Carsten Hummel und ich bin im Freizeitbereich bei den offenen Hilfen beschäftigt und kümmere mich da um die ganzen Kurse. Die Band gibt es schon ganz arg lange, in der Besetzung seit 2014. Ich darf Schlagzeug spielen. Wenn ich singe, rennen die Leute immer ganz schnell weg irgendwie. Und beim Schlagzeugspielen hat sich das ergeben, dass sie dann wirklich auch da bleiben irgendwie. Viele Bandmitglieder sind daheim ausgezogen zum Beispiel, wohnen jetzt alleine oder in WGs. Aber sie sind wesentlich selbstbewusster geworden und strahlen eine ganz andere Eigenständigkeit aus als vorher. Die sind am Anfang am Mikro gestanden bei den Auftritten und haben so vor sich hingesungen so ein bisschen. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass sie komplett aus sich rausgehen können. Und man kann auch mit Menschen, die einen gewissen Hilfebedarf in einem bestimmten Teil haben, einen Haufen Spaß haben und man merkt plötzlich auch mal irgendwie so, okay, ich habe ja auch meinen persönlichen eigenen Hilfebedarf. Was sich verändert hat, ist, dass ich viel von meinem Wissen, das ich über meine Hobbys beziehe, in meinem Beruf mit einbringen kann. Und ich habe einfach abends dann ein gutes Gefühl, wenn ich daheim bin irgendwie und weiß, irgendwie jetzt sind gerade irgendwie 5, 6 Kurse am Laufen und die haben da einfach Spaß miteinander. Ich bin Deborah und kam direkt zu den offenen Hilfen, habe gesagt, ich würde mich gerne engagieren. Was kann ich machen? Den Lesen- und Schreibenkurs, den leite ich jede Woche. Am Kurs gefällt mir eigentlich, ja, mit den Teilnehmenden irgendwie zu reden. Und oft kommen, finde ich, sehr kreative Antworten, also die jetzt irgendwie anders sind, als ich sie erwartet hätte. Und das macht mir irgendwie Spaß, die anderen Sichtweisen
und man halt auch flexibel einteilen kann, wie viel Zeit man jetzt hat. Gerade im Studium ist das praktisch. Ich glaube, viele Leute denken, dass Menschen mit Behinderung irgendwie so ganz anders sind und wissen dann gar nicht, wie sie mit denen umgehen oder mit denen reden sollen. Aber vielleicht eben manche Dinge verstehen sie halt vielleicht langsamer, aber das macht ja nichts. Also das ist halt so. Es bringt einem selber was. Also ich sehe es als großen Gewinn für mich selber an eigentlich. Also ich würde auf jeden Fall einen Job wählen, wo ich noch genug Zeit habe, um irgendwas ehrenamtlich zu machen. Das muss sein. Ich heiße Michaela. Ich war als Baby sehr schwer krank und da bin ich halt in der Schule nicht mehr mitgekommen. Ich denke einfach, ich will einmal die Vergangenheit einmal hinter mir lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte mal lesen, schreiben, richtig lernen. Ich bin jetzt durch die Unterstützung auch in viele Sachen viel selbstständiger geworden. Meine Tante oder so, irgendjemand hat gesagt, ja, das kann die Michaela nicht alleine, die kann das nicht alleine. Haben wir überhaupt die Chance überhaupt nicht gegeben, das mal zu beweisen, dass ich das kann. Gut, am Anfang hat es Probleme gegeben, gibt es bei jedem. Aber ich bin auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Entweder ich sage immer schwimm oder gehe unter. Und ich bin halt Richtung hier geschwommen und habe es halt geschafft bis jetzt hierher und möchte es auch noch weiterhin machen. Ich heiße Arno und bin Fußballtrainer. Wir versuchen den Jungs beizubringen, den Ball zu spielen, einfach ein bisschen, dass sie Sport haben, dass sie Freude am Fußball haben. Das ist in erster Linie wichtig. Profifußballer werden wir keine werden, aber es ist schon ein schöner Fortschritt da. Es kommen halt da, ich sage jetzt mal, große Leute auf sie als zu. Wenn dann so ein kleiner Junge da dabei ist, hat dann schon ein bisschen mehr Respekt. Aber das legt sich mit der Zeit. Sie sind reif, sie wären auch genauso reifer vom ganzen Ding her. Ich streite mal, das kommt mal vor, das ist einfach so. Aber die vergessen sich wieder, das geht wieder vorbei und gut ist. Die haben so Lebensfreude, das macht man dann automatisch gern. Wenn sie dann 3 Tore schießen, dann will auf einmal jeder ein Tor schießen. Da sind alle nach vorne, da kann man aber auch dann nicht mehr drauf einwirken, dann lassen wir es ja machen und gut. Aber Stürmer vorne sagen, du musst den Ball abspielen. Das ist dann solche Sachen, wo dann Schwierigkeiten auftreten. Aber ja, das ist im normalen Fußball auch nicht anders. Ja! Vorletztes Jahr sind wir erste Woche in der Halle hier in Bad Friedrichshall. Das sind natürlich schon Momente, wo sagen, toll für die Jungs. Jetzt haben sie es einmal bewiesen, dass sie haben sich belohnt einmal. Wenn es denen keinen Spaß machen würde, würde auch niemand kommen. Der familienunterstützende Dienst, das Familiencoaching der offenen Hilfen, unterstützen Sie ganz individuell dort, wo Sie als Familie Hilfe und Unterstützung benötigen. Ich heiße Silvia Walter. Also ich denke, für die Eltern ist das eine sinnvolle Einrichtung. Die freuen sich halt, dass jemand da ist, der das Kind betreut. Sie wissen, dass es dem Kind gut geht und gehen dann mit einer Leichtigkeit zur Arbeit. Also wenn ich den Cedric abhole, mal gucken wir auch wetterbedingt, was wir machen. Wir zurzeit gehen wir viel schwimmen oder wir gehen auch schon mal ins Kino. Wir fahren auch mal zu mir nach Hause, spielen da und basteln und er sitzt gerne. Das ist mehr wie eine Tätigkeit. So. Das gehört jetzt einfach zu einem selber. So. Und wenn man das mit Herzblut macht, dann sonst würde ich das nicht so lange machen. Mein Papa ist vor 2 Jahren verstorben, da war ich also sehr traurig und da hat der Cedric mich im Arm genommen und hat gesagt, also ich soll nicht traurig sein, er würde auf mich aufpassen und mich beschützen. Das fände ich, und das ist wieder das, wo ich dann sage, da kommt vieles zurück von den Kindern. Gell? Ja, ich bin dankbar, dass ich den Cedric begleiten darf auf seinem Lebensweg. Ich heiße Ursula Mennel und bin zuständig für den Bereich Familiencoaching bei den offenen Hilfen. Ja, ich arbeite seit der ersten Stunde mit. Im Herr Seitz bei haben wir angefangen, mit einem Blog und einem Kugelschreiber die offenen Hilfen aufzubauen im Stadt- und Landkreis.
Wir haben gemerkt im Laufe unserer vielen Angebote, dass es Familien oder Familiensysteme gibt, wo es nicht reicht, nur in Anführungszeichen nur eine kurze Entlastung oder ein Freizeitangebot zu bieten, sondern da ist eine viel, viel größere Problematik da. In die Familie gehe ich für ein halbes Jahr rein und unterstütze die Familie, dass sie hinterher als Familie wieder nachhaltig zusammenleben können. Überforderung ist ganz arg viel Überforderung. Sei es, weil die Diagnose nicht bekannt ist, weil die deutsche Sprache noch nicht so gut da ist, bei ganz vielen behördlichen Sachen, administrativen Sachen, rechtlichen Sachen, oftmals auch Überschuldung der Familie, weil die Frau nicht arbeiten gehen kann, sie muss beim behinderten Kind zu Hause bleiben. Also es ist nochmal eine ganz andere Tagesstruktur, wo Familien haben mit einem behinderten Kind. Und ich bin einfach auch nur da, ich gucke, ich frage, mir gucken Fotos an oder so, bis die merken, ich will gar nichts Böses oder so. Und dann geht es relativ zügig. Es motiviert mich, der gesamte Prozess zu sehen von Anfang, wie war die Familie und was innerhalb kürzester Zeit für Lernpotenziale auch da sind. Ganz wichtige Voraussetzung fürs Familiencoaching oder generell für die offene Hilfe generell ist, Vertrauen zu haben, einfach auch Maßnahmen auszuprobieren, sich helfen zu lassen, offen zu sein und sich dadurch auch selber weiterzuentwickeln. Ich heiße Andrea Bogdan. 3 Tage war ich im Koma geblieben. Und die Sandra, wenn ich bin wach auf die Koma, sie haben gesagt, dass Sandra, das wird nicht überleben und es wird bestimmt vielleicht tot, ja. Und es war nicht so, trotzdem. Es war sehr schwierig und anstrengend. Wir sind zuerst hier gekommen, in ein kleines Zimmer, 30 Meter ungefähr. Und wir haben dort 6 Monate gelebt mit meinen Kindern, meinem Mann und meiner Schwager auch. Frau Männer hat ist gekommen und hat alles für uns gemacht, ja. Haus zu finden, Sandra in die Schule zu gehen und Kinder, die kleinen Kinder im Kindergarten. Wenn ich brauche etwas oder einen Ratschlag, ich kann jederzeit die Frau Männer erreichen. Für mich ist wichtig, wenn ich bekomme auch einen einfachen Ratschlag, gehen Sie weiter, machen Sie weiter. Ich möchte auch manchmal schreien, aber ich mache das, vielleicht danach sagen die Nachbarn, dass ich bin verrückt. Ich schreie nicht, aber ich weine und danach geht es weiter. Wir machen immer Scherz einander und sie erzählt, was hat sie in der Schule gemacht. Ich sage immer, du hast einen Freund da, sie sagt nein. Und wir machen Spaß einander. Sie weiß alles und sie ist auch schlau wie ein Fuchs. Und ich habe viel von sie, von der deutschen Sprache gelernt auch. Bis jetzt, viele Jahre hat Sandra für die Mama auch geweint, oder Sandra? Ja, ich war klein. Ja, jetzt nicht mehr. Nein. 130 Menschen werden von uns derzeit beim Wohnen begleitet. Unser Grundgedanke dabei ist, so viel Selbstbestimmung wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig. Ob allein in einer kleinen Wohnung, als Paar oder in einer Wohngemeinschaft mit Freunden, zusammen wohnen mit Menschen mit oder ohne Handicap. Ich bin Max, ich bin 20 Jahre jung, bin hier Mitbewohner in der 8er-WG. Es geht alles ineinander über, also jetzt zum Beispiel, wenn wir kochen, dann kochen wir meistens für uns auch mit oder wir kochen für alle zusammen. Auch bei Verena, also sie kommt mit manchen Sachen besser zurecht als zuvor. Ja, also es sind eigentlich so eher so kleine Fortschritte, wie räume ich meinen Teller ein oder wie wasche ich meinen Teller ab. Wie bereite ich mein Frühstück zu? Ja, also wenn man sich überlegt, im Sozialbereich tätig zu sein, dann sollte man einfach man selbst sein, Spaß an der Sache mitbringen, offen sein für Neues, für Veränderungen, ein bisschen Kreativität. Ich weiß nicht, was ist normal? Also das legt immer nur der Großteil der Masse fest, von daher ich würde mich auch nicht als normal bezeichnen, auch ich habe so meine Ticks und wo mich die anderen vielleicht auch anschauen und denken so, was macht denn der jetzt schon wieder? Ich heiße Verena Egner-Walder. Ich wohne hier. Am liebsten ja, weil der Max richtig gut kochen kann. Und was macht der Julian immer mit dir? Und der Julian tut immer mit mir Gitarre spielen. Und ich trommel. Und Basteln habe ich mit ihm auch noch gemacht, mit Mama.
manchmal bin ich allein im Zimmer. Da höre ich Musik oder mal was oder irgendwas. Ja, aber jetzt bin ich alleine, da kann ich morgen Abend wieder gucken, da am Fernseher. Der Berg Doktor. Im ZDF 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr. Also ich heiße Paula Balint. Ich heiße Harald Henrich. Er sagt zu mir zum Schluss, du Schatz, ich möchte, dass du zu mir kommst. Denn ich musste immer in meine Wohnung, dann hierher, dann wieder in meine Wohnung und hier. Also das war ein gependeltes. Und zum Schluss konnte ich nicht mehr. Wir machen viel zusammen. Sie konnte ja am Anfang auch nicht alleine Bus fahren. Also das hat sie alles, auch durch mich hat sie das dann hingekriegt. Und wenn sie unterwegs ist, bin ich hier und bin an meinem PC. Und warte da auf mich. Wir gehen gemeinsam einkaufen. Geld verwalten tun wir auch, tue ich auch selber, also. Es gibt Kleinigkeiten, wo wir aneinander reiben. Meinungsverschiedenheit. Aber wir kommen immer öfters wieder gut zusammen. Ich kenne den Harald. Wir kennen seit uns 20 Jahren. Seit Böckinger Zeit. Ja, seit 20 Jahren. Aber wir waren nur Kumpel. So nur Freunde. Wenn er ein Problem hatte, kam er immer zu mir, hat sich ausgeheult und ausgekotzt, wie man das schön sieht. Und dann, wir haben mal gemeinsam einen Ausflug gemacht und dann hat es passiert. Und dann haben wir uns wieder ineinander verliebt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der offenen Hilfen werden weiter an neuen Ideen arbeiten und neue Angebote entwickeln, um Menschen mit Handicap und ihre Familien zu unterstützen und um dem großen Ziel, die Welt ein bisschen inklusiver zu machen, ein Stück näher zu kommen. Allen Menschen, die sich hier engagieren, natürlich meine Bewunderung, mein Respekt gilt vor allem Hartmut Seitz bei, dessen Verdienste um diese Einrichtung ich sehr zu schätzen weiß. Ich habe das von Anfang an verfolgt, weiß, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Kompetenz er hier gearbeitet hat und das nun schon seit vielen Jahrzehnten tut. Insofern ziehe ich nochmal den Hut, den ich nicht habe, vor Hartmut und sage den offenen Hilfen weiterhin alles Liebe und Gute. Das ist ein ganz großer Punkt, dass die Leute einfach dir so viel zurückgeben, dass die sich einfach freuen, dass du da bist, dass die nehmen dich einfach in den Arm, obwohl sie dich nicht kennen, die haben da gar keine Hemmungen irgendwie. Wenn die dich sympathisch finden, dann kommen die her und nehmen dich in den Arm. Klar, das gibt einem total viel, das ist total schön. Ja. Klar hat man mal schlechte, tiefe Tage, mal traurige Tage, mal Höhepunkte, mal wieder was anderes. Ich lasse es einfach auf mich zukommen, wie es kommt. Inklusion bezieht sich nicht nur auf Schule. Inklusion bezieht sich nicht nur auf die Inklusion von Menschen mit Handicap. Inklusion ist eine Gesellschaftsform. Eine Gesellschaftsform, in der keiner mehr Angst haben muss, hinten runterzufallen. Und das ist eine tolle Geschichte. Lass uns alle kämpfen für eine angstfreie, inklusive Gesellschaft. Vielen Dank.